Willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Wir sind immer noch in dem Slums von Sektor 7. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwie auf der Karte sowas wie so ein Krankenhaus oder so? Weil hier steht nur Wohnviertel. Oder das hier ist gemeint. Ich glaube, das hier ist gemeint. Dann lass uns da mal hingehen. Weil da steht Obergeschoss und wird es einfach sowas Untergeschoss hat bestimmt auch geben. Ich würde gerne diese Katze finden. Von diesem komischen Mädchen mit dem Erwachsenenstimme. Guck mal, das sieht aus wie so ein Hinterhof. Na, guck mal, hier sind die ganzen Kätzchen. Ist das nervig? Ja. Ich geb's auf. Was? Sie sind alle weggelaufen? Dann kommen sie nicht mehr zurück? Da seid ihr ja! Alle drei! Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Danke! Was ist das denn? Ist das gruselig, wenn Kinder Erwachsenen Synchrostimmen haben? Wieder. Der Alleskönner ist wieder gefragt. Seht doch, seht! Der Krämer hat mir ganz begeistert von dir erzählt. Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sag dir doch was, oder? Einer von Shinras Kampfhunden. Er wurde auf den Rostpfaden gesichtet. Kann ich dich damit betrauen? Ich übernehme das. Vielen Dank. Wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf nicht. Dich. Das kann ja nicht so schwer sein. Wir müssen diesen Kampf irgendwie loswerden. Kommt dieser Hund eigentlich? Pass auf dich auf. So, die Rostpfade. Wo ist denn der Kleine? Irgendwo muss er doch sein. Also wo sind die Rostpfade nämlich nicht? Auf Nummer sicher. Okay, der ist gegen. Warum packen wir die Sachen weg? Was stimmt denn hier mit dieser Kiste nicht? Ich habe den Wachhund hier in die Enge getrieben. Er ist äußerst gereizt. Seid besser vorsichtig. Da habe ich jetzt kein Problem.
Mich kriegt keiner unter. Erstmal schön auf den Shop hier. Keine Chance. Keine große Sache. Ohne Probleme haben wir den einfach niedergemetzelt. Ihr habt es geschafft? Ah, danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte dir Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an. Ja. Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln des Slums. Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir. Das klingt komisch, wenn man vorher gesagt hat, ja, ruh dich mal aus. Oder können wir hier bei ihm irgendwas... Ihm? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Die Bürgerwehr hat angekündigt, ihre Patrouille. Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich hab sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Ach, das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Wie, was? Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Fertig womit? Wo kommen die Filter hin? Wo sind denn da die Filter? Ich sehe die nicht. Wow, toll. Schon ein bisschen nostalgisch hier. Warte kurz. Ich beeil mich damit. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh.
Ah. Oh. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Hm. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Ja. Was schwebt uns denn vor? Das ist jetzt wirklich so, wo man denkt, was nehmen wir denn? Komm, wir nehmen mal was Exotisches. Was Exotisches? Was? Echt? Aber ob mir das steht? Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay, wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Malepetzen. Okay? Verstehe ich nicht, warum diese gerade so auf Dings die Kamera so direkt auf den Mund fixiert war. Ah, die schon wieder. Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Ein Mondsichel-Talisman? Bist du der Teufelsherr, der hier alles sich mit den Ratten gemacht? Okay, gehen wir in die Bar. Hey, tiefer! Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Eigentlich nicht, weil wir haben alles erledigt. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raftzahn. Beeil dich, Tifa.
Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Einfach irgendwas. Ach, einfach irgendwas. Okay, ich mix dir was Passendes. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Ja, ist ja so ein Flipper-Automat. Können wir hier einfach weiter trinken? Oh, wir können da rüber. Was ist das für ein Bild? Schade, dass die Bilder nicht so... Beziehungsweise das Ganze hier so... War ein seltsames Mädchen. Die gelbe Blume. Nimm sie doch mit. War ein seltsames Mädchen. Okay, hier kommen wir nicht raus. Muss auch einen Grund haben, warum wir hier hinterkommen. Also wir kommen ganz, also allgemein nicht raus, was haben wir da? Da hat Rangliste. Tifa ist auf Platz 2 mit 9 Würfen. Okay, wir sollen Dart spielen. Können wir irgendwie ziehen oder so? Och. Oh, noch was für ein... Dings ist denn da noch? Achso, das ist wahrscheinlich hier... Schön.
Machen wir ein bisschen Dart jetzt hier. Immerhin. Die hier so Minispiele eingebaut haben, mit der eigentlich man überhaupt nicht rechnet. Wie zum Beispiel hier so ein kleines. Dartspiel. So, Doppel 13. Ah. Bam. Zwölf Würfe. Wie gut ist denn Tifa bitte? Dann warte ich mal. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Deswegen, wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und schaltet die nächste Folge ein. Bis denn!